damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, es geht heute mal wieder um den Z4 und es gibt die ersten Probleme. Sind tatsächlich jetzt nicht so extrem große Probleme, aber es sind halt eben Sachen, die gemacht werden müssen, beziehungsweise gemacht wurden, denn eine Sache davon habe ich schon erledigt. Ja, und diese gerade erwähnte Sache ist halt eben der Kollege hier. Für die Leute, die jetzt überhaupt keine Ahnung vom Schrauben haben, also wie ich zum Beispiel. Also das Ding ist ein Anlasser, also das Teil, was ihr braucht, um das Auto zu starten. Ja, und der Kollege hat sich tatsächlich verabschiedet und das anderthalb Monate nach dem Z4-Kauf. Ich meine, es ist jetzt keine Riesensache, es ist auch keine extrem teure Sache, gerade wenn man es halt selber macht. Und ich denke, dass, also wenn ich das hinkriege, dann kriegt das wahrscheinlich jeder hin. Aber es ist natürlich trotz allem ärgerlich, nach so kurzer Zeit schon die ersten Probleme zu haben. Aber der Anlasser ist getauscht, es funktioniert auch soweit, aber dann kam halt eben noch ein zweites Problem dazu. Ja, und dieses zweite Problem ist jetzt auch nicht so eine riesengroße Sache und auch nicht eine extrem teure Sache, aber nach dem Anlasser hat es dann jetzt nach 2 Monaten die Batterie gekostet. Paket kam heute an, ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus und dann gehen wir mal an den Z4 und schauen mal, ob die Karre danach endlich wieder läuft, weil ich will fahren. Steht sehr viel rum nach dem Kauf, aber vielleicht ändert sich das jetzt. Let's go. Ja, was soll ich sagen, ist halt Batterie, ne? Ja, die neue Batterie ist drin. Ich würde sagen, wir testen mal. Ich hoffe, das Ding geht an. Oh, das geht schon mal. Ich würde sagen, Batterie erfolgreich abgehakt. Ja, im Endeffekt war es halt nur die Batterie. Batterie kann man tauschen, das kriegt jeder selber hin. Anlass ist auch getauscht. Ich hoffe wirklich, dass es das jetzt war und ich noch ein paar Sachen dazukommen. Ich muss nämlich sagen, es reicht mir eigentlich gerade schon dafür, dass ich den Wagen erst 2 Monate habe. Ja, kurz bevor die Batterie leer gegangen ist, hatte ich hier noch 2 Fehlermeldungen. Die sind jetzt auch weg. Ja, muss man mal gucken, ob die jetzt nochmal wiederkommen oder ob das irgendwie mit der Batterie zusammengehangen hat. Ja, bevor wir das Video aber jetzt beenden, will ich euch noch ganz kurz den Motorraum zeigen und euch bisschen berichten, was ihr für den Anlasser wegmachen müsst. Denn ich habe echt gar keine Schraubererfahrung und ich habe das Ding in knapp 2 Stunden getauscht bekommen. Und ich sage euch ehrlich, das kriegt wahrscheinlich fast jeder auch hin. Mit ein bisschen YouTube-Tutorial und ein bisschen Geschick kriegt ihr das alle raus. Und dann spart man sich halt einfach mal 1, 2, 300 Euro, keine Ahnung, in der Werkstatt. Und ich denke, das ist Geld, was gerade wir autobescheuerten Menschen immer irgendwie gut in Autoteile, Tuningteile oder sonst was investieren können. Ja, eine wichtige Info vielleicht zu Anfang an, es geht tatsächlich ohne die Ansaugung runterzunehmen. Hat natürlich viele Vorteile, es ist dann ein bisschen Fummelarbeit, aber ihr könnt es halt drin lassen. Was aber definitiv raus muss, ist der Kollege, Luftfilterkasten muss raus, genauso wie das Rohr und auch dieses Rohr. Das haben wir nur hier an dem Halter gelöst, haben es dann weggebogen und dann habt ihr hier eigentlich genug Platz für an den Kollegen da unten ranzukommen. Ja, ich sag mal, zum Austausch müsst ihr gar nicht so viel wissen. Einfach die 2 Schrauben vom Anlasser tauschen. Das zeige ich euch gleich nochmal bei dem Ausgebauten. Und ich kann es mit der Kamera schwer zeigen, aber hier unten natürlich Batterie abklemmen. Dort unten ist noch ein Stecker. Der muss auch ab. Aber wenn der Kollege ab ist, könnt ihr das Ding da eigentlich rausholen. Es ist ein bisschen Fummelarbeit. Ihr müsst ein bisschen hin und her wackeln, um das da irgendwie rauszubekommen. Es ist sehr eng, aber es passt. Und dann einfach nur noch neuer rein. Dann sollte das ganze Thema eigentlich laufen. Also, Motorhaube zu. Ab nach Hause und dann zeige ich euch noch die Schrauben beim ausgebauten Anlasser. Da sieht man es nämlich ein bisschen besser. Alright, also nochmal zum Thema Anlasser. Ja, der Anlasser sitzt ungefähr in dieser Position, wenn man davon ausgeht, dass hier die Front vom Fahrzeug ist und hier das Heck vom Fahrzeug. Ja, wie eben schon angesprochen, hier kommt der Stecker drauf und hier wird die Batterie angeschlossen. Ja, verschrauben tut ihr das Ganze dann einmal hier und einmal hier. Ja, diese obere Schraube holt ihr von der Seite raus, in die Richtung, und die untere Schraube holt ihr quasi in diese Richtung raus. Gut,
ich würde sagen, die Karre läuft wieder. Anlass ist getauscht, Batterie ist getauscht. Die Fehlermeldungen sind jetzt auf dem restlichen Heimweg auch nicht mehr aufgetaucht. Ich hoffe einfach, dass das irgendwie mit der alten Batterie zusammengehangen hat. Wird sich zeigen, ob die nochmal kommen oder nicht. Ich werde das Auto trotz allem die Tage mal auslesen, um einfach sicher zu gehen, dass da nichts dran war in den Fehlermeldungen. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Abo dalassen, kommentieren, liken. Ihr kennt das Spiel. Es war jetzt natürlich kein extrem spannendes Video, aber sowas muss auch mal sein. Ich dachte, ich hole euch da einfach mal ein bisschen mit. Und ich denke, für ein kleines Video zwischendurch war das ganz okay. Ja, und dann wäre ich eigentlich soweit raus für heute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!